Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch in Sektor 5. Ja. Und ja. Wir kümmern uns heute mal um ein paar Aufträge und wahrscheinlich im nächsten Part auch. Und wahrscheinlich noch im nächsten, weil ich glaube, wir sind 9 Aufträge irgendwo. Und ja, sieht aus, als wären wir jetzt ein bisschen beschäftigt hier, ne? Wir haben letztens irgendwie so Kistenkrieg noch ein bisschen gespielt, ein paar Kisten putt gemacht und Belohnungen eingesackt und ja, du hast mir schon einen Auftrag gegeben, ne? Abstürzen könnte, ob es hier wirklich sicher ist. Jetzt sehen wir wenigstens den Himmel da oben. Standbild. So, habe ich eigentlich schon die Shops hier abgescheckt? Ich weiß doch gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne? Brauche ich eigentlich irgendwie was? Nee, ne? Ich habe nicht so viel Geld, merke ich gerade. Du hast mir schon alle Sachen gegeben, ne? Hast du von dem Unfall in Sektor 7? Ich glaube, hier habe ich auch schon alles gecheckt, ne? Aber lass noch mal ganz schnell gucken. Materia kann bei einer Katastrophe den Unterschied ausmachen. So, blau ist da, wo wir hin müssen, ne? Wir müssen jetzt zu Don Corneo, ne? Ich nehme an, einige Aufträge sind auch da, ne? Also müsste ich dann wahrscheinlich hier ein bisschen durch die Gegend rennen und gucken, wo genau ich hin muss. Talisman. Die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Achso, nee, das haben wir schon. Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Die Welt ist nur in einer Stadt. So, ist ja nur diese eine Mission. So. Haben wir eigentlich schon hier den Schlüssel? Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob ich das schon geöffnet habe oder nicht, weil die Karte sich wieder resettet hat. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, gucken wir mal. Was, da sehen wir doch schon einen Auftrag. Ich nur hier umschauen, ne? Dann finden wir es auch. Nehmen wir jetzt nicht an, die sind so was geheim versteckt oder so, ne? Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringend Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Sag mir doch einfach, was du brauchst. Ich verwende schon Medikamente aus Shinra-Herstellung, aber es reicht trotzdem nicht. Wie bitte? Barrett ist gerade eine Ader geplatzt. Nicht Gegnerbank, Gegenstände. Warum kannst du mir nicht einfach sagen, was du brauchst, Mann? So, Geheimmedizin. Eins der blöden Dinge bleibt nur noch zwei. Ja, was denn? Na, no, was so? Gegenstände. Schlüsselgegenstand nehme ich an. Ja, wo ist denn das jetzt? Super. Mogrimörs erhältlich bei Mogis, B-Motor nötig im unterirdischen Labor, Heilpflanze erhältlich bei Aeris. B-Motor erhältlich im unterirdischen Labor, was? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß nicht, wo da ist. Ja, ist was? Eigentlich sind ja, bei Aeris, also nehme ich mal, wir müssen zu Aeris, ne? Und irgendwo da irgendwie was pflücken. Würde ich jetzt mal raten, ne? Gut, machen wir mal. Und dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht weiter. Unterirdischen Labor, ey. Unterirdisches Labor. Was für ein Labor? Da, wo wir letztens waren? Wie soll man denn da zurückkommen? B-Motoren. Also diesen Dings, diesen Mörser haben wir ja schon, ne? Dieses Ding zum Zubereiten. Also darum müssen wir uns ja nicht mehr kümmern, ne? 1000 von 5000 Schritten gelaufen. Warte, ich dachte, ich habe schon. Hatte ich das nicht schon? Schrittzähler, ne? Ich dachte, ich hatte schon 5000. Okay, war nicht letztens ein Stern? Ich weiß es nicht. So.
Wird mir nicht angezeigt, einfach hier. Der sagt mir einfach, ich soll zum Arzt gehen, ne? Ja. Ah, super. Wie soll ich denn das jetzt machen? Na gut, werde ich mich offscreen drum kümmern. Ich kann noch mal hier kurz reingehen. Weil wird sich ja wohl nichts geändert haben, ne? Bitte rettet meine Tochter. Ne. Na gut, ich werde schon irgendwann. Oh Gott. Ich werde schon irgendwann herausfinden, wo ich was suchen muss oder so, ne? Alles klar. Wer sagt unterirdischen Labor, da findest du das ganz bestimmt. Woher will er denn wissen, ey? Wo soll ich denn wissen, ob da B-Mods sind? Was? Stehe nicht. Sind wir aber da unten oder was? Aber kennt ich eigentlich B-Mods nur von Final Fantasy, ja? Dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Mein Sohn meinte, er hätte bei einem Mogri einen Mörser gesehen. Kind, bitte beeil dich. Es gibt viele Verletzte und ein paar meiner Patienten meinten, dass in irgendeinem unterirdischen Labor ein Behemoth sein soll. Was mag es mit diesem unterirdischen Labor auf sich haben? Ich wollte schon sagen, du gibst mir zu alles den Tipps und nicht das, ne? Alles klar. Ja, könnte ein bisschen nervig werden hier. Wenn ich genau wissen, wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Unterirdisches Labor. Ich nehme an, ist das da, wo wir waren? Ne? Aber ich weiß es nicht. Und einfach im Dunkeln herumstechen dann. Oh, du. Du musst Cloud sein. Sam hat mir schon. Aber ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was hier passiert. Wenn uns jemand helfen kann, dann kann ich hin und her jetzt reisen. Das sah aus wie so ein Ding, ja. Genug zu tun. Aber solltest du doch ein Schnellreiseding. Könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenden Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, nicht Boko? Sie sich beruhigen und von alleine nach Hause gehen. Das Final Fantasy 5. Danke. Komm schon. Ganz so im Chocobo kutschen schnell zwischen. Ja, ich wusste es. Wird sich jetzt die Punkte freizuschalten. Alles klar. Muss ich auch noch bezahlen für. Ja, nee, ich laufe lieber. Wer weiß, was ich da jetzt finde. Und da wird mir schon eine Quest angezeigt auf der Karte. Also ja. So habe ich das Gefühl, ich kann ein bisschen Level vertragen. Irgendwie bin ich nie irgendwie so, weil nicht zu stark oder so. Und genau das Gegenteil, ehrlich gesagt. Da wo ist diese? Hey. So. Oh, die wurde mir jetzt freigeschaltet, alles klar. War da oben jetzt schon wieder. Verschwundenen Kinder muss ich ja auch noch machen. Aha. So, ja, komm, laufen wir den Rest noch. Ja, das kann man auch noch laufen. Mein Gott, aus dem bezeichne ich 300 Gilder. Hallo, aber Schwachsinn, nicht ich, wenn ich da noch laufen kann. Gut, ich habe mir schon gedacht, dass das hier ein bisschen nervig wird, vielleicht, aber okay, ihr habt ja Zeit. War nichts mehr, ne? Ich sehe nichts. Oh. Beim Ausmisten des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schallplatten gestoßen. Wie gib mir die alle. Willst du eine haben? Turks Thema. I know Superman. Ja, zum Glück bin ich hier rumgelaufen, ne? Ist schon wieder verpasst. Ja, wurde mir nicht auf der Karte notiert oder irgendwie sowas, ne? Findet er da nie wieder was? Aber ist das Turks-Thema nicht dieses Dünn-Dünn? Dünn-Dünn-Dünn-Dünn. Hört sich überhaupt nicht so an, ne? Also wie hat original jedenfalls. So. Willst du wirklich noch mal zu Cornio?
Ein Versuch ist es wert. Wieso noch? Hi. Was verschafft mir die Ehre? Steht niemand, Barrett. Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm. Zum Glück hat er eine Schere, ne? Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Jetzt müssen wir wieder zurück zu links, ey. Wie ich das anhört, ne? Ja, super. Ich kann da nicht rein. So, wie wär's denn jetzt mal, wenn ich den ganzen Schätze hier einstauben kann, die ich sonst nicht rankam? Ernsthaft, du willst was kaufen? Ja. Sorry, da ich zu viel Geld habe. Eigentlich Neues mehr irgendwie, ne? So an Materie. Jedenfalls nicht zu kaufen. So, da ist noch eine Mission. Was soll ich denn die Schokobos finden? Wo sollen die sich denn rumtreiben? Es ist nicht so, als würde es hier so weitläufige Orte mal geben, ne? Hi. Oh, ihr seid's. Habt ihr schon gehört? Unsere Schokobos sind uns davongelaufen. Das waren doch jetzt schon mehr als drei Raststätten. Hey, hi Sam. Vielen Dank, dass ihr euch um unsere Ausreißer kümmert. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 soll ein verzweifeltes Quäh gedrungen sein. An der gestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. An der Kirche will jemand eine gelbe Feder gefunden haben. Okay, Kirche, ja, Schnellstraße. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Oh, wird mir jetzt notiert? Nee. Ja, Schnellstraße, Kirche. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 an der Seitenstraße, Sektor 5. Kirche, mehr habe ich leider nicht. Ich hoffe trotzdem. Komm ich nicht von da? Ich such mal das hier. Wo kommen wir denn hier hin? Tor zu den Slums, Immergrün Park. So. Ich habe doch gerade hier irgendwo links gesehen, ne? Slums von Sektor 6. Okay, das. Wir sind doch mal die Kirche, ich weiß das gar nicht. Ja, ich hier trotzdem mal hier rum. Einfach nur um zu gucken, was hier noch ist. Wird nicht mehr passieren in diesem Part, glaube ich. Also ich würde schon wundern, wenn ich hier eine Mission irgendwie schaffen würde. War die Kirche nicht hier irgendwo? Ich glaube ja, ne? In die Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her. Nee, kommen wir zum Park, genau. Ja, und das sieht irgendwie so aus, als ich kann auch gar nicht mein Schwert ziehen oder so. So, ach, jetzt aber auch eine Mission. Wenigstens finde ich alle Missionen, ja. Alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Das ist ein Behemoth. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Ah. Schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Da muss ich hin. Du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Da will ich sowieso hin. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Okay, sehr gut. So, wenigstens hier ein bisschen vorangekommen. So, ne.
Ich nehme nicht an, du hast was Neues, aber ich check trotzdem. Mach was draus. Alles klar. Ja. Ein bisschen weiter entfernt, bitte. Ich beiß mich auch weiter durch. Das interessiert mich so überhaupt nicht. Meinetwegen kannst du sterben. So, Schnellstraße. Hier war doch ein Schokobo, ne? Egal, ich gehe jetzt erstmal. Ich nehme an, ich muss mit dem reden, oder was? Aus dem Untergrund ist angeblich lautes Gebrüll zu hören. Okay, ich muss einfach hier rein, ne? Gut, dann gehe ich mal in den Tunnel. Guck mal, ob ich da zum Labor komme, ne? Naja, Waffenmodifikationen sollte ich vielleicht auch mal machen. Professor Hojo. Spoiler. Kommt der überhaupt? Ja, ja klar. Ja, der kommt neu in diesem Spiel vor, glaube ich. Für manche auf der Geschütze musst du im Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder in die Oberfläche zurück willst, halt einfach L1 gedrückt, um jederzeit wieder aufzusteigen. Na, da unten habe ich sie gesehen. Rip, rip. Wie so ein Balken füllen. Ja, gut, dann nehme ich mal an. Wir müssen uns hier umschauen, ne? Ne, Quatsch, da ist noch dieses. Also dieser Tunnel, der zu Sektor 7 führt, ne? Ja, aber er hat mir gesagt, ich soll rein, ne? Also das Zeichen, die ja dieses grüne Nebenquestzeichen war jedenfalls hier. Lop. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen. Warte mal. Aber gibt es nur einen Weg? Ja, ich dachte schon, sich ein neuer Weg aufgetan oder so. Ja, mal runter. So. Okay, ich glaube, ich bin ja richtig. Ach, warte, hat gebrüllt, haben wir doch schon mal gehört. Genau, in einem der letzten Parts. Oh, da ist wieder so ein dickes Ding. Warte mal. Kommen wir noch nicht hin, oder? Nee. Und dann würde ich gerne davor speichern, wenn es geht. Und dann würde ich versuchen, diese eine Kampfmission hier zu erledigen. Nur keine Zurückhaltung. Alles schon, ja, ne. Weil ich würde dann gerne versuchen, diese 200% Mission zu erledigen. Ich werde auch mal endlich hier haben. Geblockt. Alter, warum hätten der so viel aus? Alter, der macht uns voll fertig. Okay, ist ein bisschen krass gerade hier. Noch einmal schocken, dann versuche ich mal. Vielleicht kriege ich das jetzt schon hin. Ja, natürlich gut. Du bist irgendwie nicht ein normales Monster. So Gefühl. Sei doch mal geschockt, ey. Oh mein Gott. Schockpotenzial Mittel. Jetzt wird geschockt, verdammt. Alter. Bleibst du hier? Jawohl, 200%. Ah, wir haben's. Okay, haben wir das schon mal hinter uns, ey. Alter. Alter. Das müsste ich doch besser können.
Was war denn der so krass, ey? War halt irgendwie so ein mutiertes Viech oder sowas. So, das haben wir auch hinter uns. Gut. Das kann ich mit das, was auch immer das ist, hier abholen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist auch Frage der Zeit, würde ich sagen. Gut. Also ich brauche jetzt nicht extra speichern und versuchen, gegen das Viech hier anzukommen. Ja, du bist aber neu, oder? Nee. Haben die irgendwo so ein Level oder so angezeigt? Die kommen nämlich stark vor. Ach, die fahrt ihr Limit wieder. Wieder weg. Boah. Du bist gar nicht so eine Sarah, du bist einfach so ein Auslöscher nur. Nur. Oh, nicht schon wieder so ein Dreck. Ich zähle auf dich. Ja, ja, jetzt greift er jetzt mit Dings an. Physisch angegriffen, ne? Bonk. Hat er nichts abgezogen. Ja, ich kann jetzt rammen. Was? Ich muss rammen, nachladen? Was? Au. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Was soll der Scheiß? Ich glaube, ich wechsle wieder zum Maschinengewehr, wenn das hier fertig gelevelt ist. Ah. Energiehacke. Ah. Nein, da wollte ich nicht. Boah, jetzt kommt wieder so ein Dreck. Wind habe ich nicht. Hier etwas Eis. Bonk. Ja, einfach jongliert. Komm her, komm her. Dreck. Alter, warum halten die so viel aus, ey? Bonk. Ups, wollte ich nicht. Okay. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. Immer jetzt nach jedem Kampf hier voll heilen. Wir werden nicht wissen, wie stark der Behemoth, wie ich gleich ist. Da fällt mir gerade ein. Waffenmodifikation, weil wir haben so ein paar Dinger geholt letztens, ne? Kampfrauschsphäre, genau. Ich auch noch lernen. So, oh, ich habe bei dir schon fast alles. Wird zu 30% aktiviert, aber vorhin MP schon von Statusresistenz, würde ich dann sagen, ne? Und das kann ich nicht wirklich machen. Na, weil du 23 Punkte hast, da will ich dich auch mal hoch. Magische Attacke, der Titel, längere Debuffs. Physische Attacke, das habe ich. Ja, ich habe das alles. Hab ich das schon? Ja, damit. So, Schnelligkeit, ja, warum nicht? Das war immer noch nicht, was das macht. Ding hat 5 Materia-Slots. So, ach, komm. Ja, komm hier, 4 Punkte. Schaden von Sprungangriffen, längere Buffs, Schnelligkeit, magische Attacke, physische Attacke. Hey, 110. Jetzt soll ich sagen, dass ich die ganze Zeit nicht da war. So, Barrett hat glaube ich auch jetzt neue, ne? Ja, aber bringt's noch nicht so. Gott, haben wir eigentlich schon volle Level irgendwie so? Waffenstufe 90 von 110. Da geht noch was. So, wir sind ja auf dem richtigen Weg jedenfalls. Hab ich so das Gefühl. Hier scheint ein Behemoth zu sein.
glaube ich. Da geht's runter. Müssen wir nur noch finden. Ich würde mich sicher fühlen, wenn ich gleich den Part werden kann, damit ich hier speichern kann. Weil da stolper ich über das Viech und das gibt mir aufs Maul und dann muss ich das ja alles nochmal machen oder so. Jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen, ne? Wow. Wow, 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 wow. Wo muss ich denn hin hier? Da ist noch eine Leiter. Ugh. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass die Karte sich immer wieder hier Dingens, also nicht, die nicht aktuell bleibt mit was ich schon entdeckt habe und was nicht. Da, ich habe gerade gewechselt. Sehr gut. Check. Okay, Aufstieg. Oh, ich habe zwei Materies jetzt gemeistert anscheinend. Glutwerte, Glut, du hast Glut. So, wer hat denn hier irgendwas noch nicht? Glut habe ich, Gewitter. Ich könnte mal Wind reinnehmen. Weil Wind hat normalerweise nur Eris, ne? Tun wir das mal kurz auswechseln, damit das levelt. Also kurz vom Maximieren. Also dann haben wir schon mal drei Dinger. Und auch nicht schlecht wäre. Der Kampf übrigens war gerade ein bisschen einfach. Gott sei Dank. Und ich hoffe, wir kriegen hier ein paar MP-Dinger gut raus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Nein. Oh. Willst mal, verlangst mal eine Sache, ne? Da. Los, ein paar MP-Makuit oder Makunit. Das gibt's jetzt nicht. Also typisches Final Fantasy 12 Feeling irgendwie. Oh, du hast von einem Weiten irgendwie ein Monster schreien. Das müsstest du nur noch suchen. Und einfach doof, ey. Final Fantasy 12, so Nebenquests, so Jagdaufträge. Oh, ich dachte jetzt, da steht jetzt irgendwas. Nur einige Monster irgendwie suchen musstest. Was so kranke Voraussetzungen hat wie... Ja, stehen sie an diesem Ort für eine Minute und dann irgendwann taucht dieses Monster auf. Weißt du, das sind so Sachen, auf die kommst du nie im Leben auf, von alleine. Dieses Monster taucht nur auf, wenn es an diesem Ort regnet und wenn andere Viecher da rumlaufen. Dieses Monster taucht nur auf, wenn, weiß ich nicht, wenn sie so und so viele Items in ihrem Beutel haben oder was weiß ich, irgendwie sowas. Nee, jetzt sowas krass nicht, aber er war schon gestört Zeug drin. So. Ja, ich traue mich mal weiter. Wenn sie jetzt Angst hat hier. Stand jetzt gerade noch tief unten, aber trotzdem. Muss ich ja dann sehen kommen. Oder? Aber ich nehme an, da taucht einfach mal so irgendwie mitten aus dem Nichts auf, ohne dass ich das sehen kann. Wegen der Spannung halt. So. Ich gehe jetzt mal dahin. Weil die, das Viech soll ja unten gewesen sein. Ach ja, hier waren wir mit Barrett, genau. Ich überlege gerade, wo ist denn hier ein großes Gebiet, wo man kämpfen könnte? Das sieht schon so aus. Nee, alles klar. Hm. Ich glaube, ich beende mal den Part hier kurz. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte einen Like und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.